Guten Morgen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Baumfell-Simulator. Wir müssen einfach wieder weiter Bäume fällen. Wir machen nichts anderes mehr. Der Content ist total langweilig und abgeflacht mittlerweile. Es macht gar keinen Spaß mehr. Was? Hey, was reparierst du da? Aber wir werden heute bestimmt fertig. Es hat aber in letzter Zeit voll oft geregnet. Guck mal, hier sind auch die Federn wieder weg von dem Ding, von dem Bogen. Aber das Spiel hat keine Bugs, zum Glück. Wenigstens hat es keine Bugs. Ja, das ist echt gut, dass es keine Bugs hat. Das wäre echt, also wenn das noch Bugs hätte, das wäre ja... Könnte manchmal, glaube ich, schon nerven sogar. Aber dann fehlt dir... Weißt du, was dir dann fehlt im Inventar, wenn du sagst, dass neben den Austern noch Platz ist? Kannst du dir sogar sagen. Nein, nicht neben den Austern. Wo? Unter den Dosen, hast du doch gesagt. Ja, genau. Also quasi noch andere Austern. Aber nee, was mir auch fehlt, ist zum Beispiel Waschbärfell. Links daneben, Hasenfell habe ich nur noch links zwei. Links daneben ist noch das kleine Fleisch. Ja, das habe ich aber auch heimlich. Hast du das auch drin im Inventar? Ja. Was baust du da gerade fertig? Bist du am Turm? Ja. Ah, sehr gut. Nee, bist du doch gar nicht, hä? Ja, das macht ja auch keine Geräusche, wenn ich da mal was dran baue. Arschloch. Du lügst einfach. Familienfreundliches Arschloch. Einfach das familienfreundliche Arschloch. Hier ist kalt und du bist feucht. Suche dir etwas, wo du dich aufwärmen kannst. Komm mal her, ich wärme dich auf. Nimm einen Wagen mit, ne? Ich oder du? Du. Auch, wir beide. Also der Umgangston? Nimm einen Wagen mit, du dummes Arschloch. Der gefällt mir schon besser. Wir betreiben jetzt einfach Sklavenarbeit. Ich betreibe jetzt Sklavenarbeit mit dir. Sodass du dir wünschtest, du wärst ein Kannibale. Ey, bin ich das nicht quasi eigentlich schon? Ich muss einmal gucken, die geistige Gesundheit. Ah, sie ist wieder runtergegangen. Echt? Ja. Meine ist bei 100%. Brauchst gar nicht erst nachgucken. Meine ist bei 13%. Weil ich einfach stark bin vom Kopf her. Ich habe wieder die Hälfte nur noch. Was ist das hier? Chicorée, kannst du nicht aufsammeln. Deswegen kannst du auch keine Chicorée-Samen einsammeln mehr. Das kannst du auch nicht einsammeln. Es gibt keine Chicorée-Samen. Ey, was für Samen gibt's nochmal? Heidelbeeren und? Heidelbeeren und Aloe Vera. Genau, Aloe Vera war das. Ey, Aloe Vera, doch, Aloe Vera habe ich im Inventar. Da habe ich sogar nur 8. Davon gibt's aber schon auch 20, oder? 10. Ah, 10. Du hast aber gemeint, hier oben beim Wasser gibt's Aloe Vera. Hier hinten, ja. Wie sieht denn das aus, Aloe Vera? Digga, lass doch erstmal weiterbauen. Ja, ich baue doch hier gerade weiter. Ich frag doch nur für einen Freund. Wieso hast du den Wagen denn jetzt da hinten hingestellt? Und wohin ich auch. Denn? Weil hier die Bäume sind. Ja, aber da hinten stehen doch noch ganz viele Baumstämme. Da sind 5 Stück noch, also nur einen brauchst du nicht mehr. Nicht. Oh, ja, ich hab ja, kann ja auch nur einen mitnehmen, ne? Wieso? Weil ich nur 2 Arme habe. Mit meinem dritten Arm kann ich nichts ziehen. Oh, ich schon. Das waren viel mehr. Das waren einfach 7 Baumstämme. Kannst du keine Mathe? Klepp kann kein Mathe. Kannst du mir einmal bitte Dynamit geben? Eine Stange. Ich hab keins mehr. Ach bitte, Daniel. Ich hab keins mehr. Komm schon. Bitte. Nein. Wenn du dann ganz Dynamit für Bäume wegschmeißt, ja, komm, dann kann ich auch Sprengstoff hin. Nimm deine Kopfbombe. Reicht's mir langsam, ich muss hier mal ein bisschen jetzt vorankommen. Sechze fehlen uns nur, das könnten wir heute schaffen, Klepp, wenn wir es beeilen. Das gefällt mir schon eher. Hä, hey, was? Ich hab grad irgendwie... Ja, sprechen nicht drüber. Hä? Was passiert da gerade bei dir im Zimmer? Wer ist da bei dir? Wieso? Ach, nur so. Hat das so angehört? Mir hat jemand an meinen Pipi-Mann gekitzelt. Digga, mein Bauch juckt. Was lachst du?
Mein Bauch juckt. Das ist irgendwie eigenartig. Das sollte nicht so normal sein, dass ein Bauch juckt bleibt. Also es könnten Zicken dran sein. Weißt du, was es am meisten abfuckt tatsächlich? Wenn man kein Isolierband mehr hat. Oder sowas, was halt nicht. Ja. Hä? Was denn? Was macht man damit? Ja, Sachen herstellen. Wie viel hast du davon noch? Null? Ich hab 16. Isolierband. Ja. Ich hab einfach null. Ich weiß nicht, woher ich das hab, aber du hast recht, das findet man relativ selten, gell? Ja. Wie viel Baumharz wobei hast du? Das, wobei das ganz gut ist, das Baumharz. Warte kurz. 1200. Oha, das sind mehr als ich sogar. Blätter hast du nicht mehr, da habe ich 6100. Mutant. Nein. Zweimal Freddy, genau das, was wir jetzt brauchen. Du killst ihn nicht. Du killst ihn, meine ich. Nein, nur einen. Hey, wie stecke ich das weg? Jetzt habe ich einen Kompass in der Hand, ich will keinen Kompass. Ja, gut. Wir brauchen halt die Rüstung. Ja, und wir können auch einen am Leben lassen. Ja, einen können wir am Leben lassen, das stimmt. Aber nur einen. Guck mal, er fängt schon an. Er bewirbt sich schon als Überlebender. Aber er ist schon tot. Oh. Ja, er ist tot. Aua, deine haut mich. Jetzt wütend. Nein, jetzt nicht zu mir. Dir. Komm her jetzt, du Arschloch. Sollst du dem anderen laufen? Na komm, folg mir. Na komm. Na komm. Na komm her. So ist das fein. Alter, Joa, wie der den durch die Luft geschleudert hat. Wie sieht denn meine Kannibalenrüstung? Ich bin so ein Geier. Ich bin in diesem Spiel so ein Inventargeier. Das ist nicht mehr normal. So, wo sehe ich jetzt hier? Wo finde ich jetzt hier Aloe Vera? Ist das direkt am Wasser, das Aloe Vera? Weil ich will Aloe Vera Samen. Du suchst jetzt keine Aloe Vera. Ja, aber ich will Samen haben für unser Beet. Das wäre echt wichtig. Brauchst du das nicht für unser Beet? Du willst es für dich für den Inventar haben. Das stimmt gar nicht. Wieso unterstellst du mir so Sachen? Oh mein Gott, der ist direkt hinter mir. Das hört sich übel weit weg an oder er ist direkt hinter mir? Der beschützt die ganze Zeit seinen Kumpel. Und der schlägt mich dabei. Ich weiß nicht, wie Aloe Vera aussieht. Grün einfach. Wow, danke, Clap. Jetzt finde ich's. Grüne Blätter. Hey, du weißt doch wohl, du, auf Cremes ist es auch immer drauf. Das wird ja auch im echten Leben oft benutzt. Aua. Brombeeren. Ich dachte, das wären welche, aber das waren nur Brombeeren. Hä, hey, bei mir sind hier nur Brombeeren. Wollen wir jetzt nicht einfach weiterbauen? Ja. Ich bin dabei. Was macht der hier, hä? Digga, dann schlag den Baum noch wenigstens, du Kick. Oh, Digga, der hat mich jetzt schon so oft geschlagen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Was machst du so? Was ist? Ich suche gerade echt los nach Aloe Vera. Ich glaube, ich weiß nicht, wie Aloe Vera aussieht. Oh mein Gott. Okay, ich bin fertig mit Suchen. Aloe Vera Samen findest du noch mal seltener. Aber immer in der Nähe von wo ein Aloe Vera Strauch ist, da sind da meistens noch mehrere. Zwei auf einmal, das ist sehr gut.
Wie man den hier hört. Ist der hier schon voll? Nee. Hier steht noch ein zweiter, ne? Hä? Wer hat da gerade bei dir gehustet, Clef? Soll ich? Clef, wer ist da bei dir? Wie, wer ist da bei mir? Ich glaube, du hast Frauenbesuch. Alter, sind hier viele Baumstämme. Also die Folgen gehen. Glaubst du, man kann mehr als eine Muschel im Inventar finden? Auster meine ich. Safe. Das wird wahrscheinlich der leere Platz sein. Mein Gott. Das war komplett lost. Hallo. Schick mir doch mal zu mir. Was machst du denn, Clef? Der will mich zu mir. Der will nicht mehr weiter. Hä? Aua. Ich töte den jetzt, der geht mir zu sehr auf die Nerven. Guck mal. Wo fahre ich denn eigentlich lang? So, jetzt kannst du sterben. Du hast dein Sold erfüllt, du kannst sterben, habe ich gesagt. Geh doch mal weg, Kannibalen. Ja, dann lade direkt mal die nächsten Dinger auf, weil wir sind fast fertig. Digga, der hält gefühlt so viel mehr aus. Och, geht doch mal weg. Die Kannibalen gehen mir so auf die Eier. Wenn es wenigstens Mutanten wären, wo man gute Rüstung rausbekommt. Vor allem einfache Rüstung. Bei Kannibalen muss man die Rüstung erstmal mit Stoff herstellen. Komm her, schau dir in dein Arschloch rein. Au! Ich hab so einen Hass gegen die Kannibalen gerade. Merkt man ja nicht. Was macht der hier noch? Zweier-Kombo. Haut mit zwei Rüstungen damit weg. Ey, wenn die erstmal eine Kombo raus, dann ist das echt voll krass, ne? Alter, der hat mir vier Rüstungen weggehauen, der eine Typ. Digga, wie viel überlebt der denn? Auch mal langsam neue Schlitten von dir, bitte. Wir haben zu wenig Feuer auf der Map, finde ich. Ja, Rüstung ist auch wichtig. Wenn man schon so viele verliert, muss man sich auch neue wieder machen, Clef. Das stimmt. Weißt du, was auch wichtig ist? Dass ich nicht alleine hier die Bäume fälle und so. Hä? Ich habe meinen Wagen hier hingebaut und habe den hier dran gedingst gerade. Oh, den habe ich da rangebaut gerade. Ja, davor, den habe ich doch. Da stehen doch zwei. 117 nur, ne? Mhm. Mashallah. 117 ist echt okay, oder? Was meinst du? Ja, ja, safe. Wir können, also die hier liegen, sind bestimmt noch so 100 oder so. Dann müssen wir erstmal alle einsammeln, würde ich sagen, und dann können wir Austern suchen. Am Boot sagst du, ist ein Austern, ne? Weißt du auch, wo das Boot naja. Ist? Ja. Achso. Ich glaube, ich habe Läuse. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Ich glaube, ich habe auch Läuse. Du hast mich letzte Nacht angesteckt. Erst Filzläuse. Ich habe aber Mastmatrosen, habe ich. Was? Ich habe auch einen Mast. Ich nicht. Ich habe einen kleinen Ast.
Digga, die geistige Gesundheit ist so. Die ist 2% runtergegangen. Schon wieder. Kannst du dir nicht ausdenken. Was machst du? Nur weil ich Damage von dem. Ich glaube, es gibt einen Trick, wie die weggeht. Also, wie das weggeht, dass du die verlierst. Kein Damage mehr bekommen? Komm mal her, du musst mir deine Auster geben. Warte kurz. Ich glaube auch. Oh, das war die falsche Taste, Entschuldigung. Ja, krieg ich jetzt deine Auster oder nicht? Digga, wir können auch suchen. Schild doch deine Eier. Deine Auster. Ich misch keine frischen. Ich misch alte. Achso. Alte, vergammelte. Oh ja, das sind die besten. So ein Geier. Wie? Sorry, nee, ich hatte was im Hals. Aber das war nicht ich. Nee, es war auch keine Auster, weil die gibst du mir ja nicht. Sonnenhutsamen. Stimmt, die gibt's auch noch. Hä, sind die Baumstämme schon wieder leer? Nee, sind ja noch Dutzende. Wo laufe ich immer hin, ey? Also ich laufe jetzt wirklich um dein Geheimnis in einen Riesenbogen mittlerweile, aber unabsichtlich. Ja, absichtlich wäre ja auch wohl kaum dein... Ja, doch, absichtlich schon, aber zu weit, als ich eigentlich wirklich will. Also schon sehr, 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 sehr weit. Ich bin fast ins Wasser da gesprungen, aus Versehen. So. Am nächsten Tag müssten wir es auf jeden Fall spätestens haben. Oder 100 schaffen wir am Tag. Also wir haben jetzt... Noch 30 oder so in den Schle... Wir haben jetzt noch, also ich komme, wir haben jetzt noch 12, glaube ich. Nee, warte. 105 fehlen noch. Doch, 36 haben wir jetzt noch. Und dann liegen da bestimmt noch mal so. Siehst du, so ein Projekt geht doch schnell. Hä, hey, das, also, zwei wenn wir Folgen wirklich daran, jetzt. Ja. Und ich habe sogar noch zwischendrin Ausdauer und mehr gesucht. Und das sind halt wirklich 300 Baumstämme, ne? Das muss halt wirklich, also. Das sieht ja auch so krass viel aus auf dem Schlitten und dann verbaust du es und es ist einfach gefühlt nichts. Das ist echt so. Frustriert irgendwie. 300, ich glaube, das ist sogar 362, ist sogar mehr, als wir für die Mauer gebraucht haben, oder? Nee, nicht ganz, glaube ich. Ich glaube, dafür hatten wir 500 oder so. Echt? Ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber da haben wir viel länger für gebraucht. Ja, weil wir nie wirklich weitergebaut haben, weil diese Austervorfälle quasi im laufenden Band so gesehen vorkamen. Die Austerausfälle. Man nennt sie auch AA. Ja. Was war das denn? AA. AA aus meinem Mund. Gesundheit. Danke, Anke. Bleib bitte gesund, du darfst nicht krank werden. Wir müssen Folgen aufnehmen. Hör auf, krank zu werden, du Arschloch. Ja, bei den Kindern kann ich mich manchmal nicht dagegen wehren. Tut mir leid. Was? Die wollen mit mir kuscheln. Die in meinem Van, natürlich. Ich möchte nichts mehr sagen. Wieso? Weiß ich auch nicht. Das war voll süß heute, die wollten alle kuscheln, die wollten dann auf meinen Arm. Und der eine hat geweint, weil eine... Können wir über was anderes sehen? Hä? Meinst du, das sollte ich lieber im Podcast dir erzählen? Ich möchte das nicht mehr. Ah, ne, meinst du, ich sollte dir das lieber im Podcast erzählen? Ich möchte über deine Kindererlebnisse reden. Das hier ist der falsche Ort dafür. Nein, ein Horrorgame zu zocken und dabei über Kindergarten zu reden. Kindergarten, nee. So nennst du das bei dir zu Hause also. So nennst du deinen Keller zu Hause also. Ja. Sollte man den Kindergarten sonst. Bist du am Fällen oder am Vollmachen, der Wagen? Beides. Multitasking. Okay. Alter, Digga, wieso lacht die mich an? Wieso lachen Frauen mich an? Das verstehe ich auch nicht. Piss dich. Wie viel der Monte? Piss dich, du. Piss dich. Noch einer tot. Und der letzte. Kommt der Abschleppdienst. Da war Aloe Vera, glaube ich. Ne, doch nicht. Kann doch sein, dass ich hier alles Aloe Vera weggesammelt habe, tatsächlich. Ja, genau. Es liegt nicht daran, dass es nicht weiß, wie es aussieht. Glaube ich auch. Ich habe hier echt in letzter Zeit viel gesammelt. Der Wagen hier geht nicht mehr. Kannst du hier eine Leiche drauf werfen?
Ja. Sonnenhut gesammelt. Kannst du hier eine Leiche drauf werfen, als wäre es so voll normal. So, soll ich nochmal den Motor neu starten? Nee. Werfen wir mal Leiche drauf. Ich glaube, das sieht er. Okay, der war schlecht. Was habe ich heute für schlechte Jokes? Ja, stimmt, ist nur heute so. Eigentlich schon, ja. Ey, wir können hier hinten direkt schlafen. Und speichern und schlafen. Okay. Sprengung! Wir können direkt schlafen und speichern, weil ich habe hier oben direkt am letzten Morgen ein Zelt neues hingebaut. Perfekt. Okay. Wieso greifen die jetzt mich wieder an? Weil ich schlafen gehe. Ey, wo bist du? Oh, er ist wirklich geschlafen. Wir können nicht schlafen. Also ich kann noch nicht schlafen. Ist schon. Wieso kannst du speichern mal? Wieso kannst du wieder nicht schlafen? Jetzt kann ich schlafen. Oh, der ist gerade zu dir gerannt hinter dir. Aua, er schlägt mich auch. Hä? Hast du es gehört? Ja. Hä? Aufgewacht halt, wahrscheinlich. Digga, das. Hä? Er ist in mir. Aua! Nur ich darf ein Omnioch sein, was soll das? Au! Wie hat er mir die Kombo denn gegeben? Er ist auf zu dir gesprungen und mich trifft er. Wurde das bei dir auch so, wird das bei dir auch so dunkel gerade? Ja. Digga, haben wir irgendwas. Ich dachte gerade, also für einen kurzen Moment dachte ich, wir haben irgendein Special-Dings ausgelöst oder ja, so. Ja, hat das bei dir auch diesen Sound gemacht, diesen Dunk. Ja, diesen. Babam. Babam. Den, genau. Babababa. So hat das bei mir eher gemacht. Ja, bei mir auch. So, la 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 la. Aber es war cool. Irgendwie war es cool, oder? Was sagst du? Wollen wir das nochmal machen? Wo ist die andere Leiche? Eine Leiche brauche ich aber noch. Eigentlich. Ich habe nur eine gefunden. Irgendwie von den drei. Hier hinten liegen auch keine mehr. Ach doch, hier hinten liegt noch einer. Oh, kann den Ball noch schützen. Hier ist noch einer bei mir. Wo? Oh, der Schlitten. Oh mein Gott, der ist so weit weggeflogen. Und der liegt trotzdem noch auf dem Kopf. Wobei, auf dem Kopf ist er nicht so schlimm. Da kann man den. Hat sich wieder. Alter, der macht einfach Bottleflips. Bottleflips? Nein. Schlittenflip. Erdnussflip. Erdnussflip. Wie viel Heidelbeeren esse ich? Die sind immer leer bei mir. Ich ernähre mich nur von Heidelbeeren. Der Typ muss wirklich Durchfall ohne Ende haben. Das seht ihr. Was? Klett? Und Daniel hat aber Hallo? Das so hinbekommen. Ah, jetzt bist du ja da. Hä? Was war das denn? Hä, wieso? Da stand gerade Host, antwortet nicht und du warst auf einmal weg. Oh, das war Internet. Ich baue hier mal ein Zelt, den hast du gespeichert vor der Nacht. Ja. Also ich vertraue deinem PC und auch deiner Internetleitung. Ich baue trotzdem mal ein Zelt, einfach nur weil ich das mag. Du kannst da gerne vorbeiläufst. Wenn du zufällig vorbeiläufst, mal zufällig speichern. Speichern? Speichern, ja. Speichern. Tatsächlich passiert das in den nächsten Wochen, dass wir Glasfaser bekommen, endlich. Mhm. Und ein Rechner? Der bleibt aber so, oder? Wir wollen ja nicht, ja, dass du in die Ferne gucken kannst. Ist ja auch der beste hochqualitative Rechner, den es gibt. Ja, ja, nicht, dass du am Ende noch ganz weit gucken kannst und mehr Ausland findest als ich. Ja, das wäre ja eine Frechheit. Oder Wildschwein oder so. Windschwein, meinst du? Ist nochmal ein Mutant. Geil. Nochmal Freddy. Und Fettarsch. Das ist doch geil. Ich finde Fettarsch auch geil. Ich würde den gerne mal kennenlernen, ja. Und der trennt mich wieder um. Digga, der hat was gegen mich. Der will mich besteigen oder so, Alter. Er brennt mich schon wieder um. Stirbst du eigentlich gegen den gerade? Ich habe nur noch eine Rüstung. Also, so gesehen, ja.
Die rennen aber auch immer nur zu dir, gell? Du hast irgendwas an dir, was die mögen. Brauchst du Freddy zum Bäume fällen? Nee, ja. Oder? Da kommt noch die Spinne. Wie sie da angemuschelt kommt. Ey, jetzt habe ich auch so das Walkie-Talkie angemacht. Mann, Freddy, Digga, du willst aber auch getroffen werden, oder? Ich hab Freddy auch gerade außer Sinn getroffen. Ich auch. Egal, ich nehme erstmal die Rüstung. Ey! Ach so, die Muschi ist gar nicht mehr da. Jetzt da steht und einfach nur realisiert, dass er brennt. Oh, komm, wie du ihn mitnimmst zur Arbeit. Komm, ist wieder Arbeit angesagt. Wo liegt denn die Muschi, Frau? Hier vorne. Hä, der hat irgendwie nicht so Bock zu... Hä? Er ist despawned? Was? Nee, jetzt ist er wieder runtergefallen. Der war gerade kurz im Himmel. Der war gerade kurz im Himmel. Ja, das hättest du sehen müssen. Der hat doch schon gesehen, dass er mal weg war. Au. Hast du es gesehen, dass er weg war? Ich würde an deiner Stelle wirklich keine Mutantenrüstung mehr anziehen, ernsthaft. Ich würde nur noch Knochenrüstung eigentlich nutzen. Ja, irgendwie lohnt es sich wirklich nicht, weil wie gesagt, man kriegt dasselbe Damage. Habe ich das Gefühl. Wobei, gerade eben haben wir die Kannibalen angegriffen, die mir teilweise mit einem Schlag zwei Knochenrüstungen weggehauen. Das würde, glaube ich, bei den Mutantenrüstungen niemals passieren. Aber ich habe jetzt wieder eine an, weil ich 11 Stück habe. Also 10 im Inventar. Du hast 11 Stück, dann gib mir doch eine. Nein. Achso, stimmt. Ich vergaß, dass ich mit Omniof zocke. Alter, der Baum fliegt einfach durch die Gegend. Wie der sich auch immer rollt, finde ich so nice, ne? Das ist sehr realitätsnah. Digga, der schlägt auch immer Vögel, ne? Hast du das Spiel schon mal gespeichert? Ja. Du hast es hier oben am Zelt gespeichert, echt? Ja, hä? Ja, wo ist denn das Zelt hin? Das hat er weggehauen, der eine. Wir sind mittlerweile so weit vorgedrungen, dass wir bei den Zelten sind, ne? Bei dem einen Lager. Ja, und hier oben bei der Pistole. Glaubst du, man kann eine zweite Pistole bauen? Nee, oder? Aber ich finde es weird, dass man die Teile zweimal drin haben kann. Und das ist ja sogar ist offensichtlich ja so gedacht, weil da ist extra ja, Platz genau dafür. Das ist voll komisch. Das frage ich mich halt auch. Das finde ich auch merkwürdig. Ich glaube, wir sollten da Galileo mal ins Spiel holen. Und mal nachhorchen, wie das da so ist. Fliegen Babys. Das ist normal. Digga! Das ist ganz normal. Wie das gerade aussah, Alter, wie das da geflogen ist. Oder bei dir zu Hause. Das ist ja nicht so normal. Ja. Im Zimmer fliegt einfach so ein Baby rum. Boah, das wäre schon. Stell dir mal vor, so im echten Leben, das wäre schon belastend, gell, wenn ich so Babys anspringe, so Monsterbabys, und die einfach so Damage machen. Die einfach so wehtun. Stell dir mal vor, einfach so, du läufst so durch die Stadt, da ist so ein Kind im Kinderwagen, springt da einfach so raus. Und dann schreit dich das noch so an mit dem Forest Sound. Das wäre schon nicht so nice, oder? Was sagst du? Ich fände das schon nice, doch. Wir brauchen noch 69. Was? Da kam die Kuh auf einmal kurz in ihm raus. In ihm raus. Kam die in mir raus. In dich rein, meine ich. Hier ist noch irgendwo ein Baby, ich hör's. Ich hör's hier rumkriechen. Und ich kann es jetzt schon nicht ab. Piss dich. Digga, das Geräusch gerade, das hat. Das hat gerade so. Kennst du, Minecraft kennst du ja nicht, ne? Doch, kenn ich. Kennst du die Gastgeräusche, also Gast? Diese ich kenn kein fliegenden Minecraft weißen Dinger im Never? Ich kenn kein Minecraft. Ja, ich weiß, aber du hast ja wohl ein bisschen was davon gehört, oder nicht? Ja. Ja, sag doch mal. Nein! Nein! Digga. Heute hast du Freddy noch bei dir?
Ja, ich Ja, sehe ich es. arbeite mit dem immer noch. Brauchen wir wirklich noch so viel? Ich glaube, wir sind fertig, oder? Egal, das haben wir schon so oft gesagt, ne? Und dann waren wir im Endeffekt auch nicht fertig. Ich war sicher. Ich will jetzt lieber mehr als weniger machen. Das müssten nur noch 40 Bäume sein bei dir da. Ja, aber dann können wir gleich den Rest der Base fertig bauen. Alter, fucken mich die Baumstämme ab, wo man immer. Würde auch lieber fällen, so wie du, anstatt hier rumzufahren, gell? Ja, wir können auch tauschen. Nein, ich tausche nicht. Jetzt, wo du tauschen willst, kommt mir das Tauschgeschäft auf einmal schlecht vor. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge schaffen wir es auf jeden Fall, oder? Ja, also ich bin jetzt fertig mit dem Fällen. Ich kann dann auch noch Gut. mithelfen. Dann würde ich sagen, tschüss, machen Sie es gut. Der Clip hilft jetzt in der nächsten Folge auch endlich mal was und dann schaffen wir es bestimmt hier fertig. Tschüss! Ja, tschüss.